Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Die längste aktuelle Heimserie der Bundesliga fand ihr Ende. Nach 20 Heimspielen ohne Niederlage gingen die Rieder mal wieder als Verlierer vom eigenen Platz. Für Trainer Paul Kludowatz war es die erste Heimniederlage in der Bundesliga überhaupt. Zur Pause fragten wir beim Stand von 0:1. Wird es Ried gelingen, ungeschlagen zu bleiben? Wird es, ja. Ja. Trotz 0:1. Trotz 0:1. Wir hoffen auf eine starke zweite Halbzeit. Hoffe sehr stark auf die zweite Halbzeit, aber der Kludowatz wird es schon wieder richten in der Pause. Ich denke schon. Ja. Muss so sein. Ich glaube schon, ich bin zuversichtlich. Also von dem gehen wir mal aus. Ja. Ich würde sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit noch zulegen und 2:1 gewinnen. Was muss da an Druck kommen? Naja, da muss von hinten aus mehr, die Pässe müssen genauer kommen. Und vorne muss man halt die Chancen nutzen, die man kriegt. Ried wird ungeschlagen bleiben. Immer? Immer nicht, aber heute schon. Ja, hoffen du es, aber wissen natürlich nicht. Keine Ahnung. Erste Halbzeit nicht befriedigend? Na, schon befriedigend. Am Anfang überhaupt war Ried gut, aber dann hat Sturm Graz eigentlich safe den Tank genommen. Herr Präsident, in einer Woche Volksfest, da wird viel Druck in den Bierzellen ausgeübt. Braucht Ried mehr Druck, um heute ungeschlagen zu bleiben? Ja, um zu gewinnen, werden wir sicher mehr Druck ausüben müssen. Ich hoffe nur, dass Sturm Graz das Spiel von Donnerstag noch in den Speinen spürt, weil sonst fürchte ich, dass heute ein Stadionrekord baden geht. Ich hoffe es ganz stark, ich gehe davon aus. Ja. Nach vorne hin muss ich ein bisschen mehr noch tun, aber ansonsten ganz eine gute Partie. Bundigammer Sturm Graz beendete nicht nur die Rieder Heimserie, sondern auch die eigene Durchstrecke in Ried. Es war Sturms erster Sieg in Ried nach fast 7 Jahren. Danach waren die Grazer 9-mal erfolglos im Innviertel geblieben. Dazu Trainer Paul Kludowatz. Vielleicht war es höchst an der Zeit, dass wir zu Hause einmal nicht punkten. Zum einen, ich habe nie mit Statistiken oder großartigen Serien bis dato ich hatte eher meine liebe Not, sagen wir so, damit. Es kann sich sehr gut verkaufen, aber im Prinzip steht die Leistung eindeutig im Vordergrund. Wenn Leistung und Resultat stimmen, dann ist das eine tolle Sache, aber es muss nicht unbedingt beides immer im Einklang stehen. Wickel Drechsler sieht das Ende der langen ungeschlagenen Strecke aus sportlicher Sicht. Ich habe gesehen, dass wir gegen einen sehr starken Gegner gespielt haben, also wahrscheinlich die spielstärkste Mannschaft der Liga. Und sie haben uns teilweise schön herumlassen, aber trotz allem haben wir alles gegeben heute. Peter Hackmeier sieht es sportlich gelassen. Ja, wir waren zweite Halbzeit eben, waren wir vielleicht, weiß nicht, zu ängstlich. Wir haben zu wenig Ideen gehabt, es ist nach vorne einfach nichts mehr passiert und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, weil zu Hause eben über ein Jahr, wie du gesagt hast, nichts mehr passiert ist. Und ja, wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen und wieder mehr dafür tun. Franco Foda atmete ob des Sieges im Innviertel sichtbar auf. Ja, wir sind natürlich heute sehr, sehr glücklich, dass wir hier gewonnen haben nach langer Durststrecke, nach langer Zeit wieder mal. Und ich glaube auch, dass der Sieg verdient war. Wir waren, glaube ich, die bessere Mannschaft. Auch vor allem in der zweiten Halbzeit wollten wir unbedingt den Sieg erzwingen. Haben immer wieder nach vorne gespielt und bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie nach so einem schwierigen Spiel in Kharkov das Tempo auch in der zweiten Halbzeit hochgehalten hat. Und dass sie mit viel Leidenschaft gespielt hat, defensiv sehr, sehr gut organisiert. Und immer wieder das Ziel vor Augen gehabt hat, noch ein Tor zu erzielen. Und ja, wir haben dann am Ende des Spiels auch das nötige Glück gehabt, um zu gewinnen. Ried ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, vor allen Dingen sehr beweglich. Aber ich glaube trotz allem, dass wir, wie gesagt, über 90 Minuten verdient gewonnen haben. Was meint Rieds Präsident Hans Wilminger zur Niederlage? Dürfen die Kicker aufs Volksfest gehen? Ja, natürlich. Der neue Fuhrparkausstatter Dachsel war dieses Mal Spielsponsor. Die sportlichen Leistungen, die waren eigentlich wie erwartet, muss man ganz offen sagen. Bin ich sehr zufrieden, weil mit dieser Auslastung hätte es ja am Punktekonto ganz anders aussehen können. Zu der wirtschaftlichen Leistung, Imagegewinn und dergleichen, das kann man heute noch nicht abmessen, wie viel das man gewonnen oder verloren hat. Fakt ist auf jeden Fall eins, dass wir sicherlich nur ein Stück mehr im Innviertel angekommen sind. Wir haben zwar schon seit 25 Jahren mit Tribinandorf gehabt und sind seit 5 oder 6 Jahren erst in Ried aktiv. Ist aber natürlich schwierig, wenn man nicht da vor Ort wohnt und Mitarbeiter hat, die da also
die Fahne der Achsel unter Anführungszeichen hochhalten müssen und auch tun. Somit war das eigentlich für uns der Beweggrund, dass wir eigentlich da integrieren. Neben dem zweiten, das Herz natürlich, das auch für SV Joskuri schlägt. Und darum sind wir eigentlich dabei. Also ich bin eigentlich bis dato sehr zufrieden.